Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde FM17. Wir möchten heute wieder ganz viele Punkte holen am besten. Wir sind noch in der Mitte der Woche und wir haben gerade schon den DFB-Pokal gehabt. Und deshalb dachte ich mir, ja, starten wir einfach mal damit. Wenn ich den, Dankeschön, das ist ein Bindestrich, dahin. Und zwar Augsburg hat einfach mal Dortmund 4-1 rausgekillt. Warum denn nicht? Serge Gnabry, ja, pusht sich anscheinend richtig gut. Was ist denn da so passiert? Aha. Interessant. Bin mal gespannt, was mit Gnabry in echt ist. Bremen ist ja momentan, ui, haben wahrscheinlich sogar das Derby mittlerweile gewonnen, die Wichser. Ja, nee, aber das ist schon okay, wenn man das, ich kann Derby Niederlage verkraften, wenn wir dafür drin bleiben. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Wir haben heute Mittwoch anscheinend. Freiburg, die kegeln noch jetzt HSV raus, sag ich schon, Bayern raus. Oh, ich sag's doch. Wow, was ein Pokal. Also ich weiß jetzt nicht, wer der Favorit sein soll. Leverkusen, ja klar, doch, natürlich, die haben ja letztes Jahr schon gewonnen. Das hart. Aber auch sehr interessant. So, wir spielen gegen Lautern, die sind auf Platz 6. Die sind bei Standards anfällig, sagt unser Bericht. Also, Pokal, ne? Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass da so viele Underdogs weiterkommen. Also Halbfinale dann mit Augsburg, Mainz, Leverkusen und Freiburg. Was ich aber relativ oft sehe, ist halt wirklich, dass Vereine, die momentan komplett im Abstiegskampf in der Liga hängen, im FM, dann im Pokal echt gut sind. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie öfters so. Dibban hat leider einen Muskelanriss im Oberschenkel, 3 bis 4 Wochen. Ein bisschen nervig, aber aufzufangen, weil Tommy ja eh Stamm spielt und Backup ist dann halt Melvin Cole. So viel dazu. Nee, aber es ist eine Erkältung, ein Tag ist nicht schlimm. Und selbst wenn, wir hätten immer noch Tobias Dreier, der das auch könnte. Also so schlimm wäre das nicht. So, wir hoffen, dass Hertha, Bochum, Magdeburg und Sandhausen gewinnen. Also eigentlich alle heute am Drücker, die gegen uns sind. Gab keine Freitagsspiele wegen dem Pokal. 3-3, Bremen lässt wieder Punkte liegen, Nürnberg lässt Punkte liegen, Ingolstadt lässt Punkte liegen, nur Frankfurt gewinnt. Frankfurt damit auf Platz 2, oder? Oh, nee, gar nicht. Aber kurz davor. Schon wieder die Chance für uns halt davon zu ziehen. Aber ich hab's ja gesagt, ne, in der letzten Folge, es sind jetzt halt wirklich diese Spiele gerade, die müssen wir halt gewinnen. Wenn wir die gewinnen, dann haben wir eigentlich den Aufstieg schon schier sicher. Oh, die Ergebnisse sind saugeil für uns. Also klar, jeder hat einen Punkt gewonnen, mindestens. Außer Frankfurt halt, die haben 3. Aber ganz ehrlich, besser als halt ein Sieg. Da können wir uns gar nicht beschweren. Das sind super Ergebnisse für uns. 6 und 7. Puh, wird schwer. Gegen St. Pauli und Lautern. Spielen dann übrigens erst am Montag. Sonst gab es hier noch Heidenheim gegen Würzburg 2-2, München gegen Union 1-1 und dann noch ein Dresden-Sieg in Düsseldorf. Für uns aber halt nicht relevant, weil, ne, sind ja keine Konkurrenten von uns. Wir konzentrieren uns nur darauf, was... HSV hat gerade verloren, ne? Das sieht nicht gut aus, was die da machen. Ich glaube, die werden absteigen. Boah, was eine Form, ey. Wer ist denn jetzt Trainer mittlerweile? Immer noch Petrovski, okay. Oh, Alter, Jungs, ey. Ihr macht mir das Leben immer schwer, ne? So, Spielvorschau sagt 4, 2, 3, 1. Alihi nicht verfügbar, Fröde nicht verfügbar und Benes ist fraglich. Ist es der von Gladbach? Jupp. Na gut. Also, dann machen wir mal. Also, wir können natürlich jetzt Müll wieder auf seine Position stellen. Nesseler kommt dafür wieder rein nach seiner Verletzung. Bülow wieder auf die Bank. Wir müssen Dibban da noch ersetzen. Dann kommt der Melvin Kohl rein. Wir können Kübler wieder rechts hinten einsetzen. Und ich würde sagen, den Rest kann man eigentlich schon wieder so lassen. Weil vorne war es ja gar nicht so gut jetzt gerade im letzten Spiel. Ich meine, 2 Tore gemacht. Serdar hat ein gutes Spiel gemacht. Von daher jetzt nicht so schrecklich, wenn er spielen würde. Dann bringe ich mal
Ingo Kaiser rein. Und ich glaube, ich lasse sogar dieses Mal Patrick Weihrauch raus. Wobei, nee, doch nicht. Dann machen wir das so. Und hoffen, wobei Bank. Sieht in Ordnung aus. Hoffen wir mal, dass es gut läuft. Gegen Lautern, das wird halt ein schweres Spiel, das ist klar. Auswärts halt auch noch. Aber wir können uns halt absetzen. Aber es wird, wie gesagt, extrem schwer. Ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Benes und Puerto sind angeschlagen bei Lautern. Aber das ist jetzt nicht so relevant, denke ich mal. Wenn die schwer angeschlagen sind, würden sie auch gar nicht erst spielen. So, dann pusht euch, Jungs. Vertrauen in euch, so wie immer. Bitte gewinnt. Ach, siehst du, ich wollte noch was machen. Sorry. Wir starten übrigens auf Kontern und spielen disziplinierter. Sorry. Kurz vergessen. Dann auf geht's in dieses Spiel gegen Lautern. Wir haben halt eine Riesenchance, Bremen auf Abstand zu halten, aber leicht wird's nicht. Wir gewinnen heute viele Kopfballduelle, das ist schön. Vielleicht machen wir ein Kopfballtor dadurch. Lautern startet aber deutlich besser. Viel, viel besser sogar. Aber wir sehen nichts von denen. Und gehen nochmal auf Kontrolle zurück. Ich habe keinen Bock, da Lautern so viele Chancen zu ermöglichen. Auch wenn wir noch nichts gesehen haben, also es werden wohl nicht so geile Schüsse gewesen sein bisher. Alexander Ring mit der ersten Karte im Spiel. Und wir haben Halbzeit. Ja, ist bisher offensiv ganz schön schlecht. Also Jungs, ich bin sehr unzufrieden. Vor allem offensiv ist das saumäßig. Hätten wir doch lieber Endlicher nehmen sollen und nicht Weihrauch. Da habe ich mich eigentlich nur für die Fitness von Weihrauch entschieden, aber ich werde Endlicher reinbringen. Wobei Weihrauch ist halt auch mal so ein Spieler, aber nein. Ich höre mal auf mein Bauchgefühl und das sagt halt, Endlicher muss rein. Nistela ist ein bisschen unfit. Klar, nach seiner Verletzung. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Salahi, kaum Flanken angekommen. Der muss sich unbedingt steigern in Durchgang Nummer 2 und er geht viel über links. Da muss dann Kübler ein bisschen mehr aufpassen. Ich wollte eigentlich die Mannschaft sehen. Bei Lautern wird gleich gewechselt anscheinend. Ja, hier fehlt was, ne? Da müssen wir mal dann Ingo Kaiser auf Offensiv machen. Und beim Gegner haben wir gesehen, wird gewechselt. Quadvo kommt rein als Zehner, dafür geht Benes raus, der jetzt eben schon angeschlagen war. Jetzt haben wir schon wieder den Bug, nice. Wir starten sofort mit einer Ecke, okay. Warte, dann muss ich das wahrscheinlich einfach wieder. Okay, bestätigen kann ich dieses Mal nicht. Vielleicht Strengel, oh, muss hochlegen. Oh, Jungs, Ingo Kaiser. Oh, leider ein bisschen sehr weit. Ingo Kaiser nochmal in die Mitte und Tommy. Ja, wir führen und keiner weiß, wie es zustande gekommen ist. Sehr schön. 1-0. Geht der Bug mal bitte weg. Ah, sehr nice gespielt. Strohengel hoch. Der Ball ist zu lang, aber Ingo Kaiser mit der Übersicht ganz nach unten. Ganz schlecht verteidigt von Lautern. Aber wirklich ganz, ganz schlecht verteidigt. Da müssen wir mal kurz drauf gucken, wie Lautern hier gespielt hat. Da ist es eigentlich schon zu spät. Also die hatten halt den Standard und dann haben wir eiskalt halt fix gekontert. Ich mach das gleich weg, wenn es geht. Ja, Tommy marschiert und marschiert und marschiert, leitet es halt selbst ein. Und ist jetzt schon gleich am 16er, bringt Strengel ins Spiel, der Ingo Kaiser und dann geht der Ball halt super dahin. Mal schauen, wenn wir jetzt hier auf Unterstützen machen und dann kurz speichern. Dann ist es weg, sehr schön. Dann gehen wir zurück auf Angreifen, weil wir wollen es ja so beibehalten. Komischer Bug, den habe ich auch irgendwie immer nur bei Weihrauch. So, aber Lautern wird jetzt kommen. Das heißt, jetzt können wir halt auch vielleicht kontern. Ich meine, jetzt haben wir auch gerade schon gekontert, aber vielleicht ist ja was drin. Aber jetzt ist erstmal Lautern am Drücker. Lagos, da ist viel, viel Platz für ihn. Schön gemacht von Seguin, der aufpasst. Mühl muss unten eigentlich Salah hier anspielen und macht das auch. Tommy.
Oh, ganz, ganz schlechter Ball von Ingo Kaiser. Osawe wird geschickt. Osawe macht ihn nicht. Glück gehabt. Aber auch ein reines Zufallsprodukt, muss man sagen, für Lautern. Da hatten wir trotzdem mächtig viel Glück. Auch Kübler mit einem sehr schlechten Ball. Serdar, ja, starker Zweikampf, aber jetzt leider doch nicht. Osawe bekommt schon wieder den Ball. Und dieses Mal macht er ihn rein. Ja, das war saudumm von uns gemacht. Also wir hatten jetzt gerade eine richtig schlechte Phase, wo wir uns überhaupt nicht konzentriert haben. Ah, dumm. Scheiße. Führung halt damit verschenkt. Kübler und Ingo Kaiser mit unfassbar schlechten Pässen und Lautern mit einer Standardsituation. Der Ball kommt schon wieder durch. Jungs, was ist denn da los auf einmal? Ey, das kann nicht euer fucking Ernst sein. Nur weil man führt, pennen die schon wieder rum. Ach, Bülow kommt rein für Nesseler, der heute unfassbar beschissen spielt. Rakowski leider auch unfassbar beschissen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Platte kommt rein, weil auch Streuner, wir brauchen einen, der sich ein bisschen mehr ins Spiel reinbringt. Deshalb wird er jetzt auch Defensivstürmer unterstützen. Ey Jungs, das kann nicht euer fucking Ernst sein, Alter. Er hat 1-0 geführt und wir geben Lautern das Spiel halt komplett halt mit Schleife. Ja, keine Ahnung, was das. Da sind halt so viele Leute, aber eigentlich ist es nur einer, der wirklich komplett rumpennt. Und ich glaube, es ist Nesseler, oder? Ja, doch, es ist Nesseler. Das war unfassbar dumm gemacht von Nesseler. Der hat uns das Tor leider eingebockt. Scheiße. Osawe geht raus bei Lautern. Wir sind leider am Rande einer Niederlage. Aber es sieht auch überhaupt nicht gut für uns aus, weil wir auch echt scheiße spielen. Lange Bälle. So ein Standard, da kann ja vielleicht was gehen. Tommy bringt den Ball, aber voller Speck passt sowas dann auf. So muss man das halt machen und nicht so unfassbar dumm wie bei uns eben. Bringt Frank Rohnstadt mit ins Spiel. Ja, viel, viel Platz jetzt natürlich für Lautern. Ja, schickt Alexander Ring und das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Letzter Wechsel bei Lautern. Lagos geht, Rapp kommt. 84. Tommy, langer, langer, langer Ball. Serdar kriegt ihn nicht. Und, oh, Mist. Wäre ich klüger gewesen, hätte Platte den versucht, eher in die Mitte zu legen und nicht direkt aufs Tor zu bringen. Salahi passt auf. Lautern mittlerweile defensiver. Logischerweise natürlich. Wir wollen jetzt auch den Punkt, die drei Punkte behalten. Dort, wo viel, viel Platz, Mühl passt auf. Ingo Kaiser muss schneller spielen. Generell spielen wir gerade viel zu wenig vorne. So, Ingo Kaiser, bitte nicht aus der Distanz abziehen. Ach Mann, so schlecht war der Schuss nicht, aber es war einfach nur dumm. So, wir klatschen mal alles nach vorne. Es werden Flügelspieler auf unterstützen, die beiden Außenverteidiger. Jetzt sechs Außenverteidiger. Und Seguin wird vorgeschobenes Spielmacher auf unterstützen. Ingo Kaiser Shadow Striker. Und Platte wird Zielspieler unterstützen. Irgendwie noch was hinkriegen. Sei es halt nur ein Punkt. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, das wird Niederlage Nummer 2 für uns werden in dieser Saison. Serdar nochmal gelb. Ja, das wird's gewesen sein. Ärgerlich. Wir haben halt geführt und die Jungs haben sich komplett auf die faule Haut gelegt.
Schade. Ach, ist das ärgerlich, ey. Ein Standard halt, der uns ins Verderben bringt. Ja, dann nochmal mit Erklärungstat, aber das sind nur noch 5 Sekunden. Das wird nichts mehr, ey. Die Führung halt verspielt. Das kotzt mich so an, ich hasse es, ey. Das war unsere eigene Schuld. Hier auch Kübler so schnell. Ja, wir haben uns schon wieder selbst besiegt. Es passiert leider so oft, aber wir haben uns komplett selbst besiegt. Kübler und auch Ingo Kaiser heute nicht so geil. Vorne haben wir dann auch zu wenig gezeigt. Ja, wir hätten wegziehen können wie sonst was. Und wir haben eine Scheiße gemacht. Nessler auch irre schlecht. Leider war es. Ja, es war einfach nur dumm. Weil wir hatten halt die Führung, wir hatten es unter Kontrolle. Lautern war hier nie abgeschrieben und wir haben sie abgeschrieben. Das war nun mal halt das Problem. Ach, Mann. Ist das ärgerlich. Und jetzt gegen St. Pauli im Derby halt. Ja, freue ich mich auch. Wir sahen echt so aus, als ob wir das unter Kontrolle haben und dann haben sie halt rumgepennt wie sonst was. Das ist so ärgerlich. Ja, 4-1-4-1 wird es hundertprozentig werden bei St. Pauli. Das wird sau, sau schwer. Ich hasse es, gegen 4-1-4-1 zu spielen. Ach, ey, ist das nervig. Anstatt halt einfach mal halt durchzuhalten, dass man da klug spielt und nicht so eine Scheiße macht, man die halt so ein Mist. Mann, Mann, Mann. So, wir haben gegen St. Pauli 13-0 gewonnen im Hinrundenspiel. Da haben wir auch 4-2-3-1 gespielt, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so die beste Variante. Aber wir gucken mal kurz, was unser Scout uns so sagt. Lutz Groß hat auch eine Erkältung. Sind anfällig gegen 4-3-3 auf jeden Fall. Angriffsfokus ist zentral. Naja, gut, weil sie halt die Bälle auf den Stürmer schlagen, mehr auch nicht. Viele Flanken wahrscheinlich auch. Mann, Mann, Mann. Aber gut, können wir alles wieder gut machen, indem wir jetzt halt hier gewinnen. Vielleicht lässt Bremen ja dann auch mal wieder Punkte liegen. Aber dass wir jetzt hier im Derby gewinnen, puh, na, ob das so einfach wird, ich denke mal nicht. Aber zwei Niederlagen hintereinander wären schon echt heftig. Übrigens, wenn wir am Samstag Regent-Tag haben, gegen Frankfurt, wird auch wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ganz, ganz eklige Phase. Jetzt müssen wir unbedingt die Punkte holen. So, Spielvorschau sagt 4-1-4-1, wie erwartet. Ja, dann gehen wir einfach mal auf das 4-3-3. Probieren es damit. Serdar ist leider gesperrt, aber McKinnon wird da mal wieder spielen. Hat er ewig nicht mehr gespielt. Sechster müssen wir dann schauen. Broich wäre eine sehr interessante Variante, aber wir haben natürlich noch Johann Berger. Irgendwo da. Der wird dann nämlich eher spielen. Sonst kann man das, glaube ich, so lassen. Streuengel werde ich mal auf einen Defensivstürmer machen, auf unterstützen. Bei Zielspieler dürfte ein bisschen besser sein. Was sind nochmal die Beschreibungen dafür? Spielt modernen Fußball mehr und mehr eine neutrale Rolle. Sein Hauptproblem steht dann, noch schnell unter Druck zu setzen. Ja, bla 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 bla. Und beim Zielspieler ist klar, ja, körperliche Präsenz wichtig, um halt. Ne, dann eher Defensivstürmer und unterstützen. Dann hoffen wir mal, dass wir so Pauli besiegen können. St. Pauli ist hier, 32 Punkte haben sie. Hatten vorher genauso viele wie Lautern, aber ja, denen haben wir die Punkte geschenkt. Haben das halt auch gut ausgenutzt, ne, dass wir dann halt komplett drum gepennt haben. So. Neudecker möchte ich noch gerne ins Tackling nehmen.
Caracas haben sie, Levels haben sie. Hoffen wir, dass es gut funktioniert und unser Scout recht hat, dass sie damit halt Probleme haben, wenn Gegner im 4-3-3 spielt. So, Jungs, kommt nach dem letzten Spiel bitte wieder pushen. Können wir heute alles sehr schnell vergessen machen. Ich spiele zu Hause. Ich werde mal auf Kontern gehen. Das habe ich denn bei unseren Außenverteidigern drin unterstützen. Okay, das ist richtig. Ja, bla, bla. Auf geht's! Nessela und Berger sind schon weit aufgerückt. Müssen aufpassen, dass wir keine Konter kassieren. Streuengel. Ja, schöner Pass auf Weihrauch. Weihrauch! Warum treffen wir neuerdings so auf Latte, Mann? Scheiß Alu, scheiß DLS. Krei. Ach, Mann. Schade, schöne Chance. Wäre natürlich toll gewesen, wieder früh in Führung zu gehen. Aber wir sind auf jeden Fall da. 93% Passgenauigkeit momentan. Und wir haben Standard. Tommy. Leider zu weit. Mühl um, wäre ganz schön viel Platz. Nimmt aber erstmal den Weg nach unten. Flankt selbst rein und Weihrauch. Keine Abseitsfragezeichen. Anscheinend, anscheinend nicht. Nein. 1-0. Schöne Flanke von Lukas Mühl. Hätte ich sehr überhaupt nicht erwartet, muss ich sagen, dass er so eine Flanke schlagen kann. Oh, aber eigentlich glaube ich nicht. Ich glaube, der unten hat es aufgehoben. Aber es sah knapp aus. Zeig mal her. Jetzt kommt der Ball. Oh, ui, oh, naja. Ich würde mal behaupten, es ist doch eher abseits. Ah, wir kriegen es nicht direkt. Warte, wann steckt er? Jetzt. Ja, so sieht's. Ach, nee, ich würde schon behaupten, es ist eigentlich eher abseits, weil man sich so die Linien anschaut. Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass der Schiri da nicht abgepfiffen hat. Ah, sehr schön. Führung für uns. Jetzt bloß keinen Scheiß mehr machen. Das werde ich den Jungs auch gleich in der Pause sagen müssen. Das wäre abseits. Pauli kommt mit Meiji. Der sich Platz verschafft. Und auf Neudecker wollen wir auch aufpassen, haben wir gesagt. Und jetzt sehr, sehr viel Platz für Miyagi wieder. Der hat sich davon Oh Gott. Ihr habt es schon. Ne, man hat es eigentlich schon echt gesehen. So dumm, wie die sich schon wieder aufgeteilt haben. Also ich weiß nicht, was Kübler hier macht, aber auf jeden Fall ist es saudumm. Weil so macht er die Seite komplett auf. Und jetzt hier rennt Picolt halt komplett weg vom Gegner Mühl. Und macht dann natürlich das Ding rein. Erste gefährliche Chance für Pauli und der Ball ist natürlich drin. Ach, Mann, Kübler, warum? Warum, warum, warum? Ach, Jungs, ey, kommt schon. Seid doch nicht so scheiße. Das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Sowas Dummes halt schon wieder. Führst schon wieder gut. Und relativ sicher und dann machst du halt so einen Scheiß. Ja, Pauli spielt sehr, sehr defensiv, ne? Also wie die hier stehen. Das ist, ja. Was willst du da großartig machen? Kübler macht bisher ein schlechtes Spiel. Ja, das habe ich mir schon fast denken können nach seinem Patzer gerade. Weiß nicht, warum er da als Rechtsverteidiger in die Mitte auf die Achterposition rennen muss. Und zwar komplett blind. Werde ich mal kurz noch die beiden außen aufs harte Tackling machen. Aber sonst sieht's gut aus, aber wir brauchen halt das Tor. Jetzt vielleicht Tommy. Schade. Das war der Kopfball von Seguin, der da leider ohne Kraft aufs Tor von Himmelmann kam. Erster Wechsel bei Pauli. Sobota kommt rein auf der rechten Seite. Kerem Matang geht dann raus. Tommy leider heute nicht ganz so gut.
Bubala kam rein, Linksverteidiger. 20 Minuten noch. Melvin Kohl, wie wär's, wenn du mal halt mal wieder einen Joker-Tau machst? Wäre doch ganz nice, findest du nicht? Ja, bis auf diese eine Chance hat halt Pauli wirklich gar nichts gemacht. Das wäre sehr, 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 sehr bitter, wenn wir jetzt hier wirklich nur einen Punkt rausholen würden. Aber es sieht leider mal wieder ganz danach aus, weil wir es einfach nicht schaffen, nach vorne zu kommen. Ich gehe mal auf Angreifen, aber es sieht wirklich nicht gut für uns aus. Schlagen den Ball mal in den 16er. Vielleicht geht da noch mal was, aber das wird hier wohl ein Unentschieden werden. Und das ist sehr, 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 sehr nervig, weil wir halt schon wieder gut dabei waren und schon wieder einfach nur dumm einmal waren in Form von Kübler. Keine Ahnung, was der da macht. Und dann haben wir halt einfach so viele Chancen. Wir haben 15 Schüsse. Davon sind 6 Schüsse aufs Tor und wir kriegen einfach nicht hin, scheiß 2-1 zu machen. Das kann halt nicht euer fucking Ernst sein, Jungs. Wir ruhen uns momentan viel zu sehr auf dieser scheiß 1 auf. Aus, sorry. Das merkt man halt richtig. Wir bringen halt überhaupt gar keine Leistung momentan. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, weil ich kann den Spielern ja nicht sagen, die Wichser sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Weil auch beim Team-Meeting... Wir haben zusätzlich wirklich gut gespielt. Das hier ist auch schon wieder viel zu dumm. Ja, viel mehr drauf haben, ja, mach ich mal. Mach ich gleich mal. Es nervt halt wirklich extrem, dass die Jungs einfach pennen. Ich hasse das, wenn die so selbstzufrieden sind. Und das sind sie momentan. Das merkt man halt richtig an der Leistung. So. Auch Kübler muss sich unbedingt verbessern. Der war so stark im letzten Jahr und jetzt auch eigentlich in der Hinrunde. Auf einmal, bei ihm merkt man es richtig. Weil er hat jetzt echt die letzten Spiele in der Rückrunde so schlecht gespielt. Überholt werden können wir nicht von Bremen an diesem Wochenende, aber wenn es so weitergeht, dann wird das halt wirklich nur eine Frage der Zeit sein. Je nachdem, was Bremen aber heute jetzt macht, am Sonntag oder am Montag. Ingolstadt bleibt auf jeden Fall oben dran, gewinnt 1-0 gegen Würzburg und Union und Lautern trennt sich 3-3. Damit ist Ingolstadt momentan ein neuer Zweiter, 3 Punkte von uns entfernt. Stefan Broich leider Knieverdrehung. Mann, 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 ey. So, Nürnberg spielt und auch Frankfurt spielt. Frankfurt gewinnt durch ein Eigentor. Nürnberg lässt Punkte liegen. Heidenheim gewinnt auch noch 3-1 gegen München. Damit Frankfurt jetzt auch an Bremen vorbei. Die sind jetzt richtig unter Zugzwang. Aber ja, es sind diese 5 hier, die wirklich um Aufstieg kämpfen. Wir haben eigentlich nur Lauter noch mit da reingezogen, jetzt gerade kurz. Also ich glaube nicht, dass sie noch viel machen werden. Aber weißt, es gibt ja noch viele, viele Überraschungen und wir haben ja noch einige Spieltage. Nur wir brauchen jetzt langsam mal wieder Leistung. So, Dresden, please, wenn ihr gewinnen könntet, das wäre sehr nett. Auch schon wieder durch ein Eigentor gewonnen. Wie eben halt auch Nürnberg. Also 1-0, damit Bremen ein Punkt. Ein kleiner, mickriger Punkt, der zu Platz 1 zu uns fehlt. Und jetzt müssen wir gegen den Tabellenvierten spielen. Wow, Thomas Doll. Wow. Ey, HSV, ihr seid so typisch, ne? Also den HSV haben sie echt gut hinbekommen im FM. Mittlerweile 15. Punktgleich mit dem 16. Den haben sie richtig gut hinbekommen, den HSV. Eieiei. Also gegen Frankfurt muss ich ein bisschen umstellen, weil es darf ja nicht unbestraft bleiben, jetzt zweimal so eine Scheiße zu zeigen. Und die Frage ist, was man da hinstellt, um halt trotzdem noch Leistung bringen zu können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon einen Bericht bekommen haben zu Frankfurt. Ja. Aber nur den. Der ist jetzt noch nicht so wichtig. Der hier ist wichtiger. FIFA 2 sind sie anfällig. Frankfurt.
ja. Naja, Marco Fabian spielt auch immer noch bei Eintracht. Ah. Dürfen das nicht verkacken, ey. Dürfen das wirklich nicht verkacken, aber wir sind gerade drauf und dran, weil wir halt echt eine richtig miese Phase gerade haben. Streunig könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr treffen. Der ist jetzt. Ja, das war ein Elfmeter-Tor. Die letzten vier Spiele waren echt schlecht von ihm. Seit halt die Rückrunde begonnen hat. Also, ich glaube, Streunig mal rauszunehmen wäre keine schlechte Idee für das Spiel gegen Frankfurt, weil momentan trifft er halt nicht. Auch wenn er halt immer noch trotzdem für ein Tor irgendwie mal gut ist, aber wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir nicht auf Zufall warten, sondern halt auch richtig gut spielen können. Dass wir nicht eine komplette Saison gut spielen können, das war mir klar. Also das habe ich, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt, aber während die anderen halt Punkte liegen lassen, da musst du halt zustechen und das haben wir momentan eigentlich verpasst, indem wir halt gegen Lautern verloren haben. Und halt auch, dass eine Unentschieden da hatten. Jetzt auch gerade schon wieder Unentschieden gegen St. Pauli. Das ist dann einfach zu wenig. Und so machen wir uns das Leben dann halt selbst wieder schwer. Und danach kommen dann etwas einfachere Spiele, möchte man meinen, mit Bochum und Düsseldorf. Aber halt englische Woche, also viel Rotation wieder. Dann auch noch ein Freitagsspiel direkt wieder. So, Ingolstadt lässt Punkte liegen 1-1 gegen Sandhausen. Damit sind 2 Punkte auf Ingolstadt, egal wie das Spiel heute ausgeht, erstmal. Und Bremen könnte sich ein bisschen absetzen. Und Ingolstadt könnte natürlich eingeholt werden, unter anderem von Frankfurt, unserem nächsten Gegner. Ja, die werden richtig motiviert sein. Die kommen auch mit guten Ergebnissen an. Die haben sich ja richtig gesteigert. Da müssen wir halt jetzt mal. Ach, stimmt, ja, Regen-Tag, ganz vergessen. Bitte was Gutes. Ja, ist auch 14 ist er. Schauen wir uns mal kurz die Jungs an. Levent Eker, ZM. 11 Passen ist bei uns entweder. Na gut, mit 6 Tackling müssen wir gar nicht schauen. Ist bei uns zurückgezogener Spielmacher auf Unterstützen. Ja, ist energisch, sehr klein und sehr leicht. Könnte deutlich mehr körperlich haben, Führungsqualitäten 1. Sieht nicht so schlecht aus, gibt aber auch deutlich Besseres. Yannick Eggestein, auch wieder ein ZM. 1,87 groß, sieht dann physisch gesehen schon mal ein bisschen besser aus. Balance könnte ein bisschen besser sein, relativ professionell, ist auch ganz gut. Spielt Doppelpässe hat er jetzt schon. Ja, Determination leider nur 9, ich habe gerade nicht geschaut. Bei Eker ist die, oh, Determination 16, das ist gut. Bideker ist ein Zehner, der leider echt nicht gut ausschaut auf den ersten Blick. Die Key Stats sind maximal ordentlich. Determination leider wieder sehr schlecht. Ismail Tosun. Torhüter, auch hier wieder Determination sehr schlecht. Also da müssen wir dran arbeiten anscheinend. Maron, auch hier wieder sehr, sehr schlecht. Da kannst du Schinschir nichts mit machen, wenn es halt auf 4 ist. Ist unentschlossen, also ganz schlechte Persönlichkeit. Naja, geht deutlich besser. Ich werde die Jungs, die gutes Potenzial haben, natürlich wieder sofort in einen Vollzeitvertrag nehmen. Aber bei den anderen werde ich es erstmal nur mit Jugendverträgen lösen. So, jetzt bis 24 bitte. Auch hier bis Maron nehme ich die mit. Dann könnten wir uns noch schnell die anderen anschauen. Wie gut die dann wohl sind. Aber ist alles in allem kein perfekter Intake. Also auf den ersten Blick kein Spieler, der definitiv den Sprung schaffen könnte. Leider. Was schade ist, weil wir sind natürlich als Verein mit sehr schlechten Finanzen darauf angewiesen, dass wir halt einen guten Intake bekommen. Auch hier wieder schlechte Position, schlechte Determination.
Schlechte Technik-Stats. Tobias Jansen, schlechte Position. Schlechte Persönlichkeit, Determination geht. Physis hat einige große Schwächen wie Kraft und Sprunghöhe, auch Balance. Technik könnte auch besser sein. Sven Riese, gute Determination, Position ist okay. Abschluss, ja, könnte besser sein. Ist definitiv kein kompletter Stürmer, dafür sind die Technik-Stats deutlich zu schlecht in den meisten Sachen. Auch eher nicht perfekt. Paul Fuchs, ein Rechtsverteidiger. Ein bisschen sehr langsam für einen Rechtsverteidiger mit 7. Keine gute Determination. Ja, ist alles nicht so gut. Auch Flanken nur 5. Das, was er eigentlich können muss, halt als Rechtsverteidiger, wieder schlechte Determination hier. Sehr klein für einen Innenverteidiger. Also eigentlich schon schier nicht zu gebrauchen. Vor allem, wenn er dann auch nur noch 7 Sprunghöhe hat und Kopfballtechnik 9. Kannst du vergessen. Christian Reit. Ganz schlechte Position. Die wird niemals bei uns benutzt. Ganz schlechte Determination. Den können wir eigentlich schon komplett weghauen. Der wird bei uns niemals Einsatzzeit bekommen. Wo ist es? Vertrag. Probezeit abbrechen. So. Andreas Bechtold. Schlechte Determination. Nicht so gut in der Schnelligkeit, das ist äußerst ehrgeizig, das ist in Ordnung. Ja, da sind wir, da können wir schon sehr, sehr enttäuscht sein von dem Intake, der echt nicht gut ist. Hier unten müssen wir uns eigentlich gar nicht erst was anschauen, weil dafür ist das Potenzial dann einfach viel zu schlecht. Schade. Richtig schade, weil das ist ein schlechter Intake. Das ist ein richtig schlechter Intake. So, Spielvorschau sagt 4-4-1-1, Sören Bertram und Nerich sind nicht verfügbar. Also, wir gehen aufs 4-2-3-1 zurück. Ich klatsche mal alles raus. Wir waren die letzten Spiele so gut. Mühl kommt auf jeden Fall mit. Salahi kommt mit. Weihrauch kommt in der Zentrale mit. Tommy kommt mit. Dann kommt, Serda mit. Rakowski kommt mit. Seguin kommt mit. Nessela, ja, weil wir einfach nichts Besseres haben. McKinnon mache ich heute mal Rechtsverteidiger. Und Felix Platte in den Sturm. Und rechts sehen wir dann heute Mario endlich, ja. So, nehmen noch David Zwick mit. Wobei, nee, wenn wir da einen Kübel auf der Bank haben, brauchen wir den nicht. Bülow ist dabei, Berger. Schröck müssen wir eigentlich nicht unbedingt mitnehmen, aber ist vielleicht eine interessante Variante. Können wir mal machen, vielleicht geht ja da was. Also Frankfurt, ganz, 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 ganz schweres Spiel, auch schon wieder auswärts leider. Aber auswärts sind wir nie so gut wie zu Hause, finde ich. Dann schauen wir mal, was würde unser Co. sagen? Ganz doll auf Marco Fabian aufpassen, ja, da bin ich auf seiner Seite. Rigota vorne im Sturm, Gacinovic müssen wir, glaube ich, nicht so extrem aufpassen. Devante Parker und Gacinovic machen dann aber trotzdem ins harte Tackling. Jungs, kommt, pusht euch mal ein bisschen. Zeigt, was ihr drauf habt. Und vor allem vorne macht bitte die Gulguls, Mr. Felix Platte. Wir gehen auf Kontern. Wir hoffen, dass es gut läuft. Wir brauchen unbedingt ein Dreimal wieder, ansonsten kommt Bremen und überholt uns. Aber gegen Frankfurt wird es natürlich schwer. Das Erste gegen Vierte. So, Parker bringt den Ball gleich mal rein und wir... Ich dachte gerade schon, ich wollte schon sagen, wir liegen hinten. Pyro ist auf jeden Fall dabei. Starten anscheinend nicht so gut. Und Frankfurt mit... Eine Halbchance durch den Standard. Jetzt wird es immer sehr gefährlich, Marco Fabian, dass gar keiner bei ihm Flanke kommt. Rein, Rigota legt ab und Rakowski mit einer irren Parade. Ja, wir gehen auf Kontrolle, weil die Jungs schaffen es anscheinend nicht zu kontern. Nächste Ecke rein. Rakowski verschätzt sich zum Glück nicht. Das war nämlich ein ziemlich langer, hoher Ball. So, Nessler muss eigentlich kurz spielen.
Ja, das war noch kurz genug für mich. McKinnon, oh, bleibt hängen. Was ist denn mit den Jungs los? Können die keinen Ball mehr am Gegner vorbeispielen oder was? Den müsste McKinnon eigentlich haben, aber er nimmt Tempo raus. Seguin passt auf. McKinnon kann sich dabei Seguin bedanken. Ja, okay, Seguin. Quatsch, sorry. McKinnon geht gleich raus. Das war ja irre schlecht schon wieder. Rigota. In der Mitte ist Marco Fabian komplett blank. Und schießt zum Glück vorbei. Und schießt zum Glück vorbei. Also was McKinnon auf der Position heute macht, das ist unfassbar. Ist nicht seine Position, das ist mir bewusst. Er kann es aber perfekt spielen. Er hat so lange nicht gespielt. Er hat die Stats dazu. Er hat schon mal gespielt dieses Jahr und da hat er gut gespielt. Aber was er jetzt gerade macht, ist sehr schlecht. Wenn er so weitermacht, dann kassieren wir halt definitiv noch vor der Halbzeit das 5 zu 0 oder so. Vor allem, weil Frankfurt immer weitermacht. Immer weiter und immer weiter. Und solche Bälle, die müssen wir dann halt auch bekommen. So zum Beispiel, gut gemacht von Weihrauch. Platte. Schickt Erik Tommy. Muss in die Mitte spielen. Weihrauch, aber jetzt, ja, viel, viel Tempo rausgenommen, weil der Ball auch ziemlich in den Rücken ging. Seguin verliert den Ball. Das sah sehr ruppig aus, aber. Da ist Devante Parker, der ist sehr, sehr fix unterwegs. Salahi kommt nicht ran. Mitte auch sehr viel Platz. Ah, gewinnt den Zweikampf nicht, der Distanzschuss ist nicht gut. Wir werden das System wechseln, weil wir so auf jeden Fall verlieren werden, wenn wir es so weitermachen. Serdar geht eins nach hinten, auch Seguin geht eins nach hinten, Weihrauch geht eins nach hinten. Wir gehen auf Flügelspieler, auf Unterstützen. Weihrauch ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil das ist absolut nicht seine Position. Vorgeschobener Spielmacher angreifen möchte ich gerne haben. Wir werden nicht geduldig spielen, dafür disziplinierter. Mann, Mann, Mann. Wenn wir geduldig spielen, möchte ich jetzt erstmal draußen lassen. Jedenfalls kurz. Ist bisher schon wieder sehr, sehr schlecht, was wir machen. Da kann man auch nichts anderes sagen. Es gibt absolut nichts Positives momentan an diesem Spiel. Endlich auch wird rausgehen. Kübler kommt dann rein. McKinnon geht auf diese ZM-Position. Wird dann Box to Box. Defensivstürmer unterstützen. Dann gehen wir trotzdem zurück auf das geduldig Spielen. Direkteres Passspiel. Ist ein bisschen mehr riskant, auf jeden Fall. Sollte man eigentlich nicht machen, wenn man nicht unbedingt sofort verlieren möchte. Aber vielleicht geht's ja. Im Duell auf den Beinen bleiben, damit wir nicht halt zu weit weg sind in den Zweikämpfen. Aber Frankfurt ist hier auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und ich sehe momentan nicht wirklich viel Hoffnung für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Weil wir wirklich komplett außer Form sind. Cino wird stark flanken. Tommy, komm, knall den mal rein. Dankeschön. 1-0. 1-0, Erik Tommy. Klasse Freistoß. Richtig, richtig gutes Ding. Ich würde den gerne mal von der Seite sehen, weil da sah der bestimmt richtig, richtig geil aus. Boah, geiles Ding. Radetzky sieht ein bisschen schlecht dabei aus, muss man sagen, aber ja, Standard für Frankfurt. Und der Direktor ist nicht. Deswegen habe ich mich jetzt auch gerade überhaupt nicht über das Tor gefreut, weil das war mir jetzt sowas von klar, dass das wieder passieren wird. Anscheinend müssen wir definitiv Standards trainieren bei uns. Da sind wir nämlich sehr anfällig jetzt geworden in den letzten Wochen, obwohl wir eigentlich gar nichts geändert haben. Platte leider komplett aus dem Spiel raus. Der macht gar nichts. Frankfurt wird immer besser. Streuengel wird reinkommen für Platte. Wird dann Zielspieler werden, auf Unterstützen.
Wir werden dann nochmal kurz die Formation gleich ein bisschen umstellen, wenn ich endlich mal darf. Serdar bekommt gelb. So. Tommy geht eins nach hinten, Weihrauch geht eins nach hinten. Ne, geht er nicht. Weihrauch geht direkt hinter Strohengel. Serdar wird gehen. Wir gehen dann auf ein 4-4-1-1. McKinnon wird zurückgezogen, das Spielmacher auf unterstützen und Seguin auf verteidigen. Und der rechts wird dann auf den Flügelspieler auf unterstützen und das wird dann Tobias Schröck werden. Ist überhaupt nicht seine Position, das ist mir klar, aber ich möchte jetzt gerade nicht Melvin Kohl und Kübler auf einer Seite haben. Es ist ein bisschen doof, dass ich, wobei könnte Weihrauch das spielen? Weihrauch könnte das spielen. Ich könnte Ingo Kaiser reinbringen. Aber ich möchte definitiv nicht Kohl und Kübler auf einer Seite haben. Das ist defensiv viel zu schlecht. Aber Schröck ist schwer zu sagen. Bringen wir Ingo Kaiser rein. Der kann das ja auch sehr gut da vorne. Und ich meine, vielleicht trifft er mal wieder. Oder macht einen Assist für Strohengel. So, bei Frankfurt wurde auch gewechselt. Da gibt es einen neuen Zehner. Marco Fabian geht raus. Den haben wir nicht gut aus dem Spiel genommen. Von daher sehr strange, dass Frankfurt sich da halt selbst schwächt. Aber vielleicht ist es ja keine Schwächung. Gacinovic verliert das Kopfball gegen Kübler. Den bekommt Strohengel. Hat aber gar keine Anspielstation. Und passt den Ball deswegen direkt in die Füße von Frankfurter, der einen hohen Ball spielt. Rigota hat viel, viel Platz und macht fast einen sehr, sehr guten Distanzschuss. Sah sehr heftig aus, weil Rakowski auch überhaupt nicht reagiert hat. Nee. Kurze Idee gehabt, vielleicht auf Angreifen zu gehen auf den Außen, aber das dürfte uns auch den Kopf kosten. Jens Hegeler kommt rein als LZM. Döring geht dafür raus. 15 Minuten noch. Wir haben keinen Wechsel mehr, also da können wir nichts mehr machen. Neuer Innenverteidiger für Frankfurt. Ja, Mann, sind wir schlecht. Wir gehen nochmal auf Kontern. Und werden nochmal erstmal schauen, was jetzt passiert. Kübler, bitte nicht direkt zum Gegner. Ich hasse dich. Immerhin holt er sich den Ball sofort wieder zurück. McKinnon wenig Platz. Auch Strohengel wenig Platz. Frankfurt verteidigt richtig gut. Ingo Kaiser verliert den Ball. Hoher, langer Ball. Aber da sind eigentlich viele von uns. Nessler, bitte keinen Scheiß machen. Bitte keinen Scheiß machen. Oi. Jetzt ist er zu weit in der Mitte weg. Gacinovic. Hau ihn einfach um, bitte. Ihr habt das Gegentor schon kommen sehen, muss ich sagen. Wir hauen weite Flanken rein und spielen jetzt bitte über die Flügel. Und ich mache jetzt ein variables Passspiel. Viererkette ein bisschen zurückziehen, weil ich bin schon glücklich, glaube ich, mit dem Unentschieden. So unfassbar beschissen, wie wir gerade sind. Ja, also wieder ganz, ganz schlechtes Spiel. Ich glaube, das war die Folge mit den schlechtesten Spielen im kompletten Let's Play bisher. Also wir dürfen uns hier überhaupt nicht aufregen, wenn Frankfurt uns halt komplett aus dem Stadion schießt. Puh, alter Schwede. Alter Schwede, war das scheiße. Boah, war das schlecht. Also was wir heute gezeigt haben, war wirklich damit das Schlechteste, was es in der kompletten Saison gab. Das erste Mal in dieser Saison gewinnen wir auch nicht, oder beziehungsweise gewinnen wir eins von diesen drei Spielen nicht. Ist die längste Serie ohne Sieg, wollte ich damit sagen. Ich kann nicht reden mehr, es ist schrecklich. Es kotzt auch einfach nur an, ey. Das war unfassbar beschissen heute. Wir müssen auf jeden Fall für die nächsten Spiele Standards trainieren. Weil da,
Training, wollte ich. Weil da sind wir jetzt gerade sowas von anfällig anscheinend. Das ist ja unfassbar schlecht, was wir da machen. Dann gibt es in der nächsten Folge sau, sau schwere Spiele. Die Casino momentan auch viel zu viele Gegentore dafür, dass wir in der Hinrunde halt die Mannschaft waren mit den wenigsten Gegentoren, sind wir wahrscheinlich jetzt momentan die Mannschaft mit den meisten Gegentoren gefühlt. In der Rückrunde. In der Rückrunde haben wir schon 5 Gegentore kassiert. Okay, so schlimm ist es nicht. Aber da fehlt's enorm. Und zwar extrem. Also wir vermiesen uns gerade alles, was wir aufgebaut haben. Weil natürlich auch Ingolstadt richtig rankommt. Frankfurt ist jetzt auch nicht irgendwie weggekommen, dadurch, dass wir denen einen Punkt gegeben haben mit uns. Das ist richtig, richtig schlecht, wie kacke wir momentan sind. Und wir müssen jetzt natürlich einfach nur noch auf Ergebnisse der anderen hoffen. Weil sonst sind wir Nummer 1 jetzt auf jeden Fall los. Nürnberg, okay, das ist ein direktes Verfolgerduell. Mal schauen, was da passiert. Und Bremen, ja, untermalt die Ambition deutlich. 3:0 gewinnen sie gegen Nürnberg und sind damit jetzt auf 1. Wir haben das erste Mal seit dem, keine Ahnung, Spieltag, zeig mal ja. Ja, eigentlich müsste es, ich glaube, der 4. sein. Eigentlich Saison verschoben, Quatsch. Seit dem 4. Spieltag haben wir das erste Mal wirklich unsere richtige Position verloren. Weil hier waren wir punktgleich, hier waren wir punktgleich, hier waren wir punktgleich. Aber jetzt sind wir nicht mehr punktgleich. Jetzt haben wir richtig, richtig schön verkackt. Ärgerlich, extrem ärgerlich. Weil das war heute so unfassbar schlecht. Es muss richtig, richtig, richtig gut werden in der nächsten Folge. Ansonsten werden wir höchstwahrscheinlich auch noch unsere zweite Position los und werden dann komplett nach unten durchgereicht, wenn wir weiterhin so schlecht spielen. Wir machen keine Tore, wir kassieren zu dumme Gegentore. Wenn wir Tore machen, dann chillen wir sofort. Das ist momentan unser Riesenproblem. Unsere Form ist auch desaströs. Nur ein Spiel in den letzten 5 gewonnen. Da muss viel, viel mehr kommen. Jetzt kommen Bochum und dann Düsseldorf und dann Bremen. Das wird extrem schwer. In der nächsten Folge geht's dann weiter am Freitag. Hoffentlich dann wieder mal ein bisschen Aufwind. Aber momentan ist es krass schlecht. Na gut, also bis zur nächsten Folge und drückt die Daumen, dass es dann wieder gut läuft. Ansonsten wird das nichts mit dem Aufstieg. Bis dahin. Tschö.